Moin, so Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Stellaris. Wir führen immer noch Krieg gegen das Zinn-Regime. Wir kommen gut voran. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Alles ist in Butter. Was mit dem Brethren hier unten los ist? Ach, die haben die Grenzen für uns geschlossen. Und deswegen musste sich unser Forschungsschiff da zurückziehen. Wir wissen also endgültig nicht mehr, was mit dem Brethren hier los ist. Leider. Ich find's doof. Aber so müssen wir uns dann halt irgendwann mal bis nach davor kämpfen, um dann die Brethren selber auseinandernehmen zu können. Ne? Indem wir zum Beispiel hier erst die Genogen überrennen und dann das Imperium of Dominica. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich weiß gar nicht, was die Siegbedingungen hier im Spiel sind, ehrlich gesagt. Wann das Spiel entscheidet, dass wir genug gemacht haben, dass alles vorbei ist und dass wir es geschafft haben. So, eine Feindflotte. Was ist da los? Ein Ofang. Ein Ofang. Ja, wo wollten ihr hin? Wo wollten ihr hin? Nach Meridian. Admiral erlangt Eigenschaft. Nach ihrer Sensorsuche im Uchbia-System hat Admiral Matt Wrecker Flayer gelernt, ihre Einheiten zur Maximierung ihrer Sensorreichweite einzusetzen. Nur wenige Flottenkommandeure verfügen über die Fähigkeit, sich solch komplexe Manöver durchzuführen. Sehr schön, Aufklärer zu bekommen. So, nach Meridian. Meridian befindet sich im Bagol-System, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Okay, na, da haben unsere Marodeure ja gleich noch was zu tun. So, wie sieht's aus? Tibakor ist frei. So, das heißt, hier können wir erstmal die Spezialprojekte untersuchen. Zumindest für einen Moment. Ja, und die springen hier fröhlich durch die Gegend. Wie gesagt, ich hätte gern einen verbesserten Sprungantrieb. Konnten wir bisher aber noch nicht erforschen. Wird aber auf jeden Fall das erste sein, was ich mir schnappe, wenn es verfügbar wird. So, was machen ja eigentlich unsere anderen Flotten hier? Okamungos Horde ist noch am Bombardieren. Ja, da müssten wir langsam mal eine Invasion starten. Ne? Okay, die sind da. Die starten auch gerade ihre Invasionspötte, hoffe ich. Ja, da gehen sie runter. Sagt mal, wolltet ihr? Habt keine Befehle, ja, dann fliegt doch hier mal in diesen Orbit ein, bitte. Evading hostile fleet. System survey complete. So, haben die eine Chance? Ne, die haben keine Chance, da passiert gar nichts. Achso, dann kommen wir natürlich, wenn wir schon mal hier sind. Die können direkt hier drüben eingreifen. Die können hier in den Orbit einfliegen. Auf geht's! Enemy planet secured. Ja, das schnellste Invasion ever. Ja, vielleicht nicht ever, aber war schon richtig schnell. So. Ach, hier drüben ist das. Ja, und hier sind wir auch gleich an diesem Außenposten dran. Das ist doch sehr gut. Hier haben wir noch einen Außenposten. Na, das wird doch dann direkt unser nächstes Ziel. Na, wir versuchen ja echt Außenposten überall zu zerstören. Wer hängt denn hier mit drin? Gehen wir hier einmal hin und zerstören Außenposten. Wem gehört denn der Außenposten hier? Ja, da könnten wir eigentlich auch einmal einfliegen und den Außenposten zerstören. Weiß ich noch nicht, ob wir es machen. Na, eigentlich wollen wir hier unten nach Rukla und so. Nach Sikon. So, die sind dann auch bald soweit. Ja, die fliegen immer noch nach Meridian. Wir können leider nicht direkt hinterher springen, wir müssen so einen kleinen Umweg springen hier. Das macht nichts. So, und da haben wir hier nämlich direkt eine Flotte, mit der wir uns zuerst beschäftigen, und dann springen wir nach Bagol rüber. So, wir sind hier im Kampf. Ach, den Außenposten greifen wir an. So, und hier haben wir eine Feind... Ja, wissen wir doch. Ja, gut. Alles in Ordnung. Wir kriegen das hin. Armee-Rekrutierung auf Crackfang ist abgeschlossen. Yay! So. Dann bekommen die hier alle noch Siegkrieger angeheftet.
weil Psi-Krieger unsere psionischen Armeen natürlich hervorragend unterstützen. Da machen wir so schnell Moralschaden und die gegnerische Armee damit im Prinzip wehrlos. Dass es schon fast gecheatet ist. Es ist einfach eine super mächtige Kombination. Also finde ich, ist meine Lieblingskombination bisher im Spiel. So, die schicken wir hoch. Und dann bauen wir uns hier schnell 10 neue. 10. So. 10 ist so meine Stackgröße für Armeen. Damit kann ich ganz gut arbeiten. So, jetzt müssen wir diese Flotte nur finden. Und natürlich direkt mal ins Einsatzgebiet leiten oder zumindest in das Sammelgebiet. Na gut. Wie springen die denn? Ja, springt ihr nach Inessa. Das passt schon. Das System ist super uninteressant, da vermutet uns keiner. So, hier Außenposten, okay, kein Problem. Ja, Mikromanagement. Ist da schon wieder eine Flotte? Oh nein, und da schicke ich ein Forschungsschiff gerade in die Gegend, kann das sein? Die chillen hier. Im Kampf. Ach, hier haben die sich schon ausgebreitet. Ja, immer zurückziehen, bitte. Wir können es halt nicht gewinnen, weil wir keine Waffen haben. Das ist natürlich ein bisschen schade. Macht nichts. Situation Log updated. So, das haben wir geschafft. So, jetzt die interessante Frage. Fliegen wir hier einmal ein? Nö, die machen das wahrscheinlich gerade. So, dann fliegen wir lieber hier rüber. Kümmern uns um diesen Außenposten. So, in Jager, was ist denn euer Job? Achso, ihr sollt hier eigentlich einfliegen, sobald die Situation geklärt ist. Ist sie noch nicht. Na, da tauchen, ja, so kleine Pissflotten, ne? Und da kann ich ja mit meinen Forschungsschiffen nicht rein, weil meine Forschungsschiffe sich, wie gesagt, überhaupt nicht wehren können. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Und mit ein bisschen blöd meine ich, das ist richtig blöd. Können wir hier angreifen? Hier können wir angreifen. Wollen wir den vielleicht einen General zuordnen? Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Das ist alles cool. So heftig ist die Welt nicht verteidigt. So, hier haben wir schon alles unter Kontrolle. Das heißt, die können wir direkt wieder in Orbit hochschicken. So, und dann kommen die Jungs. Ja, entweder nach Tibakor rüberschicken oder lieber nach Sabine, ne? Dass wir den halt hier irgendwie die Raumhäfen kaputt machen und dann können sich die guten Marodeure um den Rest kümmern. Ne, dafür haben wir die ja. So, und hier haben wir einen kleinen Kampf. Da sind sie nämlich, die Marodeure. So. Und sie da. Die haben wir fertig analysiert. Wir können also direkt nach hier drüben springen. Und sich die Spezialprojekte. Ja, direkt leider nicht. Ein Zwischensprung braucht man. Und sich dieses Spezialprojekt da die Trümmer angucken. Vielleicht lernen sie ja was Schönes. Ja, und der Außenposten hier, der müsste eigentlich gleich untergehen, ne? Die sind hier mit einer 2000er Flotte gerade. Werden da vermutlich ordentlich Stress machen. Wollen die da nicht. Ach so, die haben vielleicht gar keinen Krieg miteinander. Na gut. Haben die halt keinen Krieg miteinander. Unverschämt, keinen Krieg miteinander zu haben. So, in Aeol haben wir ein Schiff. Achso, die warten eigentlich darauf, dass sie hier Stress machen können. Aber was ist hier los? 10.000er, 3.000er. Ja, da müssen die Marodeure auf jeden Fall als nächstes hin. Und unser erobertes Gebiet schützen. Situation Log updated. Alien Spaceport engaged. Ships upgraded. So, hier haben wir jetzt irgendwo ein Schiff fertig. Ja, wer seid ihr denn? Ja, da kommen immer diese kleinen Flotten, ne? Das sind dann meistens nur irgendwie ein Schiff oder sowas. Und das nervt richtig.
Und ist auch nicht besonders schlau. So, die verlegen wir jetzt mal nach hier unten. Was wollte ich gerade noch tun? Ich weiß nicht. So, okay, die hier haben wir auch erobert. Und hier ging's. Ah, hier sind wir noch dabei. Alles klar, ja, Moral schon gebrochen, ne? An dem kleinen Minus hier drüber sieht man's. Moral komplett im Eimer. Situation log updated. So, und dann können die sich hier gleich auf der Planetenoberfläche noch ein bisschen Enemy erholen. Planet secured. Das passt schon. So, hier haben wir schön geterraformt. So, 2 Korvetten haben wir hier verloren. Oh oh. Ja. Die Marodeure haben schon wieder Korvetten verloren. Wir konnten kein einziges Schlachtschiff ausschalten auf der Gegenseite. Ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Da müssen wir mal gucken. Ja, wir springen direkt darüber. Machen hier ein bisschen Stress, bevor die hier irgendwas zurückerobern können. Da haben wir noch ein Konstruktionsschiff rumzugucken, okay. So, wie laufen denn hier die Gefechte? Okay, hier ist eigentlich gar nichts los. In Sabine, also da können wir auch schon reinspringen. So, und was ist unser anderes Gefecht? Ach, die kümmern sich hier wieder... Ach nee, die sollen hier den Außenposten angreifen, alles gut. Ich dachte, die kümmern sich hier wieder um irgendwelche Bergbaustationen oder so, aber nein, so ist es nicht. Die machen, was sie machen sollen. So, ja, geil. Was soll ich denn damit anfangen? Warum sind die nur 166 stark? Die 210. Das sind doch so oder so 10 Transportschiffe. Verstehe ich gerade nicht. Ja, springt mal mit hier rüber. Damit ihr hier nicht aufgerieben werdet von dieser einen Korvette. Und so, was haben wir denn? Festung, Raumhafen, Zerstörer, eine Wurmlochstation, alles kaputt gemacht. Und Sabine, ja, und dann kümmern die sich jetzt hier um den Planeten, sehr schön. So, die sind dran. Und hier, ich finde das so eine Korvette. Störfaktor, definitiv. Also ich weiß nicht, ob das intelligent oder dumm von der KI ist, ehrlich gesagt. Da konnte ich mich bis jetzt noch nicht entscheiden. So, die Soul Harvester, ein sehr schöner Name für ein Schiff, kann sich jetzt hier die Spezialprojekte vornehmen. So, in Hotram haben wir inzwischen ein upgradetes Forschungsschiff. Das lassen wir hier rüber fliegen. Obwohl, wir bräuchten vielleicht hier oben irgendwie noch eins, ne? Achso, in Aeol haben wir aber noch eins in Warteposition. Ah, das kann doch jetzt was machen. Hallo? Ach, das ist ein Konstruktionsschiff. Das ist ein Konstruktionsschiff, alles klar. Dann fliegt man nach Hause. Ich dachte, ich hätte hier noch ein Forschungsschiff. So, okay, dann kommt ihr halt hier hin. Schnappt euch diese Spezialprojekte. Ja, und so
kämpft man hier halt so ein bisschen rum, ne? Ohne jetzt großartig was zu reißen. Situation Log updated. Construction complete. So, kommt schon, springt raus, bevor die euch einholen. Ups. Rausgesprungen. So, hier haben wir, ja, fertig. Haben hier 1105, also 4 Punkte zu viel. Das können wir hoffentlich demnächst irgendwie korrigieren. So, ihr fliegt dahin. Und ihr fliegt mal bitte hier hin, damit die nicht von hinten direkt, ne, damit da keiner drauf springen kann von hinten einfach. Das wäre doch ein bisschen blöd. So, was ist hier wieder los? Feindflotte in der Nähe, ja, darum kümmern wir uns ja gerade. Sind wir schon im Gefecht? Ja, wir sind schon im Gefecht. Mit beiden, sehr gut. Ja, da kommen die ja ganz schön ran hier mit ihren Lasern. Trauen sich was. Aber unsere Korvetten sind ziemlich mächtig. Das wissen die noch nicht, aber gleich. Oh, die haben da Unmengen von Kreuzern gehabt. Situation Log updated. Da haben wahrscheinlich unsere Korvetten echt kurzen Prozess mit denen gemacht. So, hier haben wir nochmal 4 Korvetten verloren. Ja, da brauchen wir inzwischen mal 6 neue. Achso, die können wir doch eigentlich gleich in Shinrock in Auftrag geben, ne? Die sind doch fertig mit Bauen. So. Und dann können die Jungs hier nämlich... ja, direkt nach hier unten im Prinzip wieder fliegen. Und hier ein bisschen dafür sorgen, dass alles safe ist. Ne, hier oben haben sie alles gesichert. Super gemacht, schöne Aktion. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wo unsere Forschungsschiffe hier bereit liegen. So, die sind fertig. Die können nach Hause fliegen. Erstmal. Kolonieschiff, Kolonieschiff, Kolonieschiff. Hier haben wir ein Forschungsschiff. Das kann gerade das könnte nach Sabine fliegen. Sabine ist ja gerade sicher. Okay, können wir hier angreifen? Nee, ne? Da haben wir noch keine Armeen im Orbit, aber jeden Moment. So. Einmal angreifen. Sollte kein Problem sein. So, mal sehen, wie schnell die Moral brechen. Da geht's los mit den billigen Verteidigungstruppen. Und jetzt ist bei allen die Moral gebrochen. Das heißt, wir nehmen so gut wie keinen Schaden mehr. Ne? Moral minus 75% Schaden, den sie weniger zufügen. Und dann können wir die einfach verprügeln. Weil sie uns im Prinzip echt gar nichts mehr tun können. Enemy planet secured. So, dann Okamungus Horde hier. Können direkt weiterspringen, das Salzsinn. Oh ja. Da gibt es schon ein bisschen mehr Action. So, was ist euer Auftrag hier? Die machen gerade gar nichts, wie es aussieht. Ups, wer ist denn da reingesprungen? Ach, die Marodeure sind schon da. Alter, die bewegen sich echt so schnell. Das ist schon beinahe unverschämt. Ja, die haben halt hier ihre Forschungsschiffe, nicht mal Konstruktionsschiffe. Na, guck mal, da drüben haben wir noch eine Flotte, hätte ich beinahe gesagt. So, Bruxbande, was ist mit euch los eigentlich? Habt ihr gerade einen Auftrag? Macht ihr was? Nee, die machen gar nichts. Na geil. Sowas natürlich nicht gedacht. Indur. Und die haben sich hier die... Was? Haben die sich hier direkt angesiedelt? Ja, so war das ja nicht gedacht, dass ihr jetzt hier einfach dazwischen springt. Ist ja wohl unglaublich. So, Außenposten haben wir hier erledigt. Dann auf nach Rukla. Ach, guck mal, Antagram, nee, gehört nicht uns, ne? Gehört dem Zinn-Regime. Die sind halt auch rot. Das ist ein bisschen verwirrend, aber nicht mehr lange. Wir sind hier ja bald los. Ja, und für heute muss ich euch verkünden, Jungs und Mädels, war es das schon wieder.
Ja, es ist ein bisschen unübersichtlich gerade. Ja, greift man da an. Aber das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie zu unserem Nachteil wäre im Moment, sondern die Situation im Gegenteil entwickelt sich sehr gut. Wir haben noch zwei Systeme oder sowas, die wir hier einnehmen wollen. Ne? Ruklor, Sikon haben wir noch, okay, in unserem anderen Krieg. Und hier unten haben wir halt noch Salzin und Riblor einzunehmen und das war's im Prinzip. Dann haben wir den Krieg hier gewonnen. Wir sind bei 47%. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir denn. Wenn ich hier einfach alles anklicke, was eine ganze Menge ist. Mhm. So, woran liegt es denn? Friedensangebot? Kriegspunkte, relative Flottenstärke, Kriegsdauer, würde annektiert werden. Ja, würde annektiert werden. Ist natürlich ein Grund. Ja, da müssen wir mal gucken. Ne? Wir werden das dann vielleicht, wenn wir hier alles niedergemacht haben, über die Kriegsdauer entscheiden oder sowas. Müssen wir mal gucken. Ansonsten die 88% kriegen wir ja nicht mehr zusammen. Ne? Wir können nicht über 100 kommen, oder? Können wir? Über, weiß ich gar nicht. Ich meine, es ist ja eigentlich eine Prozentzahl. Von daher können wir eigentlich nicht über 100 kommen. Wir gucken mal, was das Spiel dazu sagt. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.